Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich zurück nach längerer Pause und freue mich, dass ihr am Start seid. Kurz noch eine Sache, bevor wir anfangen mit dem Video. Aktuell sind 4,5% meiner Zuschauer meine Abonnenten. Und normalerweise ist es bei 1-2%. Das bedeutet, wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert den Channel, liked, disliked und kommentiert unter den Videos. Auch wenn ihr neue Ideen habt, was wir machen können, schreibt es unter die Videos. Ich beschäftige mich gerne mit verschiedenen Sachen. Malibu, Schlangenfreund und Glutkessel haben sich eine Schlange gewünscht. Und die werdet ihr heute bekommen. Also viel Spaß beim Video. Als erstes fangen wir an, die Schlange zu formen. Dafür nehmen wir am besten irgendein Papier oder irgendwas Ähnliches, was man gut formen kann. Ich nehme ansonsten immer noch Draht, um das Ganze zu versteifen. Bei der Schlange müssen wir darauf achten, dass der Kopf natürlich ein bisschen dicker ist als der Körper oder zumindest bei der Schlange, die ich mache. Hier kann man auch schon so ein bisschen gucken, welche Form man später umsetzen möchte. Ich habe angefangen, von schmal nach etwas breiter zu gehen. Das bedeutet erstmal so die Länge definieren, so ein bisschen die Proportion formen und dann immer wieder Papier aufwickeln, dass man zu einer coolen Form kommt, die einem gefällt. Anschließend nehme ich hier den Draht und umwickle den quasi um die komplette Schlange, angefangen von vorne und dann diagonal nach hinten. Und das gleiche dann auch noch andersrum. Einmal von hinten bis nach vorne. So kann man die Schlange dann gut biegen, bevor man anfängt mit dem 3D-Stift zu arbeiten. Jetzt können wir anfangen, die Schlange zu positionieren, so wie wir sie später haben wollen. Den Kopf, den würde ich gerne ein bisschen aufgerichtet machen, dass die Schlange so ein bisschen einen anschaut. Und die Schwanzspitze, biege ich auch nach oben. Finde ich, sieht cool aus. So gefällt mir die Form. Jetzt treffe ich die Vorbereitung, um mit dem 3D-Stift zu arbeiten. Am besten nehmt ihr natürlich immer eine hitzebeständige Matte als Untergrund. Dann können wir anfangen, die komplette Schlange mit unserer ersten Grundfarbe zu bemalen. Das ist ziemlich aufwendig und dauert ziemlich lange, aber es ist notwendig, denn der Plan ist, dass man bei der zweiten Farbe, die man drauf tut, dann mit dem Lötkolben quasi die Schuppen markieren kann und dann die erste Grundfarbe wieder durchscheint. In dem Teil setzen wir auch schon die Augen rein. Das ist wohl der wahrscheinlich schwierigste Teil. Wenn die nicht richtig positioniert sind, dann schielt natürlich die Schlange nachher oder guckt nach oben, unten gleichzeitig, wie auch immer. Hier habe ich einfach die Schlange quasi frontal angeguckt, beziehungsweise den Kopf, so dass dann die Pupillen einen wirklich so richtig angucken. Also darauf müsst ihr auf jeden Fall achten, wenn ihr das nachmachen wollt. Dann kann man anfangen, den Rest der Schlange mit dem weißen Filament voll zu machen. Hier muss man jetzt auch die finale Kopfform schon richtig vordefinieren, das ist relativ wichtig. Wenn man später noch die andere Farbe drauf tut, wird das relativ schwierig, die Fehler zu korrigieren. Solange man nur mit dem Weiß arbeitet, kann man noch relativ gut ein bisschen verformen. Dann kann man anfangen, mit dem Lötkolben die Schlange zu glätten. Da muss man einmal überall drüber gehen und alles schön glatt machen, damit man dann die zweite Farbe auftragen kann. Die zweiten Farben, die setzen sich bei mir zusammen aus Dunkelgrün, Hellgrün für den oberen Teil. Der obere Teil wird dann noch gestreift mit blau-weißen Akzenten. Der Bauch soll gelb werden. Die Augenbrauen der Schlange, ich nenne es jetzt mal Augenbrauen, ihr wisst ja, was ich meine, die werde ich so ein bisschen hervorheben, um der Schlange so einen richtig lässigen Blick zu verpassen. Bevor es nun mit dem Grünen ganz normal weitergeht, markiere ich mir zuerst mal die Akzente auf dem Rücken, die ich freilassen möchte. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass die Schlange sich ja so ein bisschen dreht. Das bedeutet nicht einfach irgendwie gerade mit den Strichen weitergehen, sondern wirklich schauen, wo ist der Rücken der Schlange und dort müssen eben die Markierungen gemacht werden. Auf der Gegenseite wird dann später eben gelb. Und das Gelb mache ich auf jeden Fall vor dem Grün. Also mit dem Gelb kann man jetzt noch relativ gut seine Grenze ziehen, wo ist quasi die Unterseite der Schlange und ab wo geht es eben wieder zum Grün hoch. Und den Teil zwischen dem Dunkelgrün und dem Gelb, den mache ich jetzt mit dem helleren Grün. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, von Gelb auf Dunkelgrün überzugehen. Anschließend, oben in den Bereichen, die wir freigelassen haben, können wir jetzt mit weißem Filament wieder auffüllen. Anschließend wird das weiße Filament mit einem blauen Akzent außen nochmal so umrahmt. Das fand ich einen ziemlich coolen Effekt bei unserer Schlange. Wenn das geschafft ist, haben wir die farbliche Gestaltung unserer Schlange fertig. Wenn uns das gefällt, können wir anfangen, mit dem Lötkolben das wieder zu glätten, bevor wir dann zu den Schuppen kommen. Wenn sich oben beim Glätten auf dem Rücken des Filaments ein bisschen vermischt, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich finde eher im Gegenteil, dass es ein ziemlich cooler Effekt ist.
Bei dem Übergang vom Grün zum Gelb muss man so ein bisschen gucken, dass man die Linie weiterfährt, damit man das nicht mischt. Das fand ich ganz cool, wenn es wirklich deutlich voneinander separiert ist. Im letzten Step, bevor es an die Schuppen geht, passen wir noch ein bisschen hier in den Augen an. Da muss man aufpassen, dass man das Filament natürlich nicht auf die Augen verteilt, weil das ist relativ schwierig wegzukriegen. Jetzt sind wir endlich beim finalen Schritt unserer Schlange. Jetzt können wir mit dem Lötkolben die Schuppen der Schlange machen. Dafür nehmen wir den ganz spitzen Aufsatz und gehen quasi mal ins Filament rein, so leicht schräg, und drücken dann damit die Schuppen raus. Bevor überall jetzt am Kopf die Schuppen gemacht werden, markiere ich mir zuerst noch die Nasenlöcher und das Maul der Schlange, damit ich da keine Schuppen quer drüber ziehe. Die Schuppen auf dem Kopf der Schlange, die mache ich generell etwas kleiner als auf dem Körper. Ich finde, das ist deutlich realistischer. Und natürlich muss man auch auf die Schuppenrichtung achten. Das bedeutet, man fängt quasi an der Nase an und zieht die Schuppen Richtung Schwanzende. Das muss man quasi über den ganzen Körper so machen. Und hier in dem Bereich, wo es weiß ist, hier kann man richtig den vorher angesprochenen Effekt sehen, dass quasi die Schuppe richtig hervorgehoben wird, dadurch, dass dahinter grün ist. Jetzt im Nachhinein denke ich darüber nach, dass es vielleicht auch cool gewesen wäre, die Schlange schwarz als untere Farbe zu machen, dadurch, dass dann überall die Schuppen besser rauskämen. Was meint ihr, was hättet ihr da gemacht? Der vordere Teil des Kopfes, da wird auch noch mit Schuppen versehen, bevor es zu den Querstreifen kommt, die auf dem Bauch positioniert werden. Bei den Schuppen habe ich nochmal darauf geachtet, dass die quasi parallel mit der Körperrichtung der Schlange laufen. Das bedeutet, dort wo die Schlange stark gewendet ist, dort ist der Abstand auf der einen Seite etwas geringer als auf der anderen. Und zu guter Letzt müssen wir nur noch ein paar kleine Details hier bearbeiten, bevor wir unsere Schlange fertigstellen können. So Freunde, unsere Schlange ist fertig, so schaut sie jetzt final aus. Ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis, ich finde es ganz cool. Was hättet ihr gemacht? Welche Farben hättet ihr genommen? Sagt mir, was ihr zu der Schlange meint. Damit wären wir auch am Ende des Videos angekommen. Falls ihr bisher hinzugeschaut habt, vielen Dank dafür. Und wenn ihr dem Kanal was Gutes tun wollt, lasst gerne ein Like oder ein Dislike da. Gerne könnt ihr natürlich auch den Channel abonnieren, um nichts mehr von mir zu verpassen. Und eventuell kriegen wir es ja sogar mal hin, dass 10% meiner Viewer auch Abonnenten sind. Das würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Bis dahin Leute, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.